Hallo, ihr wunderschönen Wesen auf dieser Welt. Willkommen auf dem True Essence YouTube-Kanal. Mein Name ist Janine und heute möchte ich mit euch ein bisschen mehr über meinen kreativen Prozess oder meine kreativen Prozesse teilen. Weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, lasst es mich gerne in den Comments wissen, wenn ihr das fühlt, aber ich habe eine Weile gebraucht, um in meinen kreativen Fluss reinzufinden. Und ich denke oder fühle, dass dieser kreative Prozess oder dieser kreative Flow sich ständig entwickelt, wie wir uns als Wesen ständig entwickeln. Aber das ist jetzt ein Ausschnitt in der Raumzeit. Ja, ein Punkt in der Raumzeit, an dem ich gerne meinen Prozess mit euch teilen möchte. In der Hoffnung, dass dieser Prozess oder die Schritte, die ich durchlaufe, euch inspirieren in eurem kreativen Prozess. Also, lasst uns einfach anfangen mit dem ersten Schritt. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich bin jemand, der sehr, sehr viele Ideen und Impulse oder sogenannte Downloads über den Tag hinweg bekommt. Und je nachdem, wie offen unser Kanal ist oder wie offen unsere Antenne ist für die Schöpferkraft selbst. Dementsprechend können Ideen und die Schöpferkraft kann die Schöpferkraft durch uns fließen. Und am Anfang, als ich so viel Raum geschaffen habe in meinem Wesen, dass mehr und mehr von diesen kreativen Ideen und Impulsen durch mich hindurchfließen konnten, umso mehr war ich am Anfang überwältigt von dem, was da alles aus mir herauskommen wollte. In dem Wissen, dass alles, was durch uns fließt, durch uns fließt und wir einfach die Transmitter oder die Instrumente sind, die das, was die Schöpferkraft ausdrücken möchte, hier in die Materie, in die Dreidimensionalität bringen. Und da sind wir schon bei dem ersten Step. Und wenn ihr auch jemand seid, der ganz, ganz viele Ideen und Impulse über den Tag hinweg bekommt und ihr gar nicht mehr wisst, wohin damit, dann ist der erste Step auf jeden Fall, und das habt ihr bestimmt auch schon öfter gehört, das irgendwie zu Papier zu bringen. Oder wenn ihr Menschen seid, die lieber Sprachmemos aussprechen, dann sprecht das auf, sprecht die Idee auf, schreibt die Idee auf, macht eine große Skizze, macht eine Liste, egal was es ist, aber macht diesen ersten Schritt von der Idee aufs Papier, weil das ist der erste Step der Manifestation, ist das in 2D auf Papier zu bringen oder in Form von Klangwellen auf ein Aufnahmegerät. Je nachdem, was ihr da fühlt und wie ihr das fühlt, aber das Wichtigste ist, dass ihr mit diesem kreativen Impuls geht und schaut, inwieweit oder fühlt hinein, inwieweit das, was jetzt gerade durchkommt, ausgedrückt werden möchte. Weil manchmal ist es so, dass wir so offen sind und dass ganz, ganz viel auf einmal durch unseren Kanal ausgedrückt werden möchte. Das heißt, manchmal kann es sein, dass wir innerhalb von einem Tag ein Buch schreiben oder ein richtig, richtig
großes, sage ich mal, Kunstprojekt vollenden innerhalb von ein paar Stunden. Und manche Sachen, die brauchen einfach eine gewisse Zeit und auch Prozesse, durch die wir gehen im Laufe unseres Lebens. Und das ist einfach wichtig, wie ich schon zuvor erwähnt hatte, diesen ersten Schritt zu machen, die Skizze zu machen oder die ein, zwei Sätze aufzuschreiben oder einfach nur die Idee aufzuschreiben, um das einfach auf Papier zu haben. Weil alles andere folgt im Laufe der Zeit. Und jetzt komme ich auch schon zu Schritt 2 in meinem Prozess. Und der ist, ich finde es jetzt einfach mal mit dem Flow, mit dem kreativen Fluss gehen. Und auch darauf vertrauen, dass was auch immer durch euch als Kanal in diese Existenz geboren werden soll, wird genau zum richtigen Zeitpunkt in genau der Form, in die es geboren werden will, in diese Welt geboren. Und das kann ich mit Herzensüberzeugung mit euch teilen. Und ich teile das mit euch in der Hoffnung, dass das euch so ein bisschen den Druck nimmt, weil ich kenne das noch von mir selbst, als ich angefangen habe, diese ganzen Projekte zu formen und was auch immer sie geformt werden wollen, dass ich ab und zu Momente, ich glaube, wir kennen das alle als Künstler in diesem kreativen Prozess, dass man ab und zu Momente hat oder dass Frau ab und zu Momente hat, in denen sie oder wir weiter wollen, als das Projekt gerade will. Und da ist es dann auch wieder eine Kunst, zu sagen, okay, anstatt jetzt das mit aller Gewalt in etwas formen zu wollen, was es im Endeffekt gar nicht sein soll, den Schritt zurückzumachen und zu sagen, okay, ich weiß nicht, mache jetzt ein paar Tage Pause, wenn ich mir das leisten kann, dann mache ich das und dann mache ich es auch mal so, dass ich wirklich mal absolut gar nicht daran denke und mal wirklich meinen Fokus auf etwas komplett anderes lenke. Und das selbst, also dieser Prozess, das komplett mal loszulassen und das einfach mal wirken zu lassen im Feld, kann allein schon der Schlüssel zu der Lösung sein. Weil egal, ob ihr jetzt eine Woche oder Tage Pause macht und egal, ob ihr manchmal ein Jahr Pause macht von etwas, weil diejenigen von uns, die schreiben, wissen, dass manche Bücher eben ein paar Jährchen brauchen, bis sie geschrieben wurden oder geschrieben sind, weil manche Erfahrungen, wie ich schon zuvor erwähnt hatte, manche Prozesse brauchen einfach gewisse Erfahrungen, die wir durchlaufen. Und ja, da wir Menschen Zeit als linear erfahren, auch wenn Zeit in Wirklichkeit eine Spirale ist, aber das ist ein anderes YouTube-Video, braucht es manchmal Zeit, um gewisse Erfahrungen zu sammeln. Und dann ist es auch okay zu sagen, ich nehme die Zeit, um diese Erfahrungen zu machen. Und dann vertraue ich darauf, dass dieses Baby, was durch mich geboren werden möchte, dieses Projekt, was auch immer es dann ist, genau die Form annimmt, die es dann annehmen darf. Und ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich das so annehmen konnte. Aber wenn wir diesen Punkt erreicht haben, wo wir wirklich mit unserem Herzen daran glauben und vielleicht auch schon die Bestätigung bekommen haben, dass es wirklich so ist, weil wir schon manche Projekte in diesem
genau zum richtigen Zeitpunkt im heiligen oder Divine Timing realisiert haben. Ja, dann haben wir ein bisschen diese Gefestigkeit, dass wir darauf vertrauen können, dass alles genau zum richtigen Zeitpunkt passiert und auch, dass unsere Projekte und all unsere Babys genau dann geboren werden, wenn es an der Zeit ist, dass sie das Licht der Welt erblicken. Und dann können wir auch darauf vertrauen, dass sie genau das sind oder zu genau dem werden, was sie sein sollen. Weil wie bei Kindern ist es so, dass wir ja nur bis zu einem gewissen Punkt Menschen formen können. Oder ich würde sagen, dass wir kommen schon so auf die Welt, wie wir auf diese Welt kommen sollen. Und jedes Kind hat schon einen eigenen Charakter und entwickelt sich dahin, wo es sich hin entwickeln darf. Und da muss eigentlich gar nicht viel geformt werden, sondern einfach quasi der Raum, da darf einfach der Raum gegeben werden, dass diese Kinder sich entfalten können und zu dem sie sich entfalten sollen. Und das kann man auch metaphorisch auf die Kunst und auf jegliche kreative Prozesse und Projekte anwenden, die wir Menschen hier in diesem materiellen Raum durchlaufen. Weil, ja, allein diesen Raum zu geben ist schon genug manchmal, so dass sie die Samen wachsen können. Da müssen sie einfach ab und zu mal gegossen werden und dann darf auch ab und zu mal da Liebe und Energie und Aufmerksamkeit reingegeben werden und dann können wir auch darauf vertrauen, dass sie sich zu dem entwickeln und ja, dort hineinwachsen, wo sie hineinwachsen dürfen. Und dazu mag ich noch kurz eine schöne Geschichte mit euch teilen oder etwas, was ich mal in einem Interview gesehen habe mit der Sängerin Aurora. Und was ich so schön fand, ist, dass sie von ihren Alben und ihren Liedern, die sie so produziert mit der Welt teilt, dass sie sie auch als Kinder bezeichnet und dass sie in ihrem kreativen Prozess irgendwann herausgefunden hat, dass es ganz schön ist, diese Songs, also diese Lieder, sich zu dem entwickeln zu lassen, was sie sein wollen. Und da hat sie dann sowas gesagt wie: Ich lasse sie einfach das werden, was sie werden wollen. Manchmal frage ich sie sogar, was wollt ihr werden, was willst du sein? Und dann, wie gesagt, darf Frau einfach diesen Raum geben, dass dieses Projekt in das wachsen kann, zu was es werden soll. Und das finde ich richtig, richtig schön. Und das fühlt sich auch richtig schön an, in Balance mit der weiblichen und der männlichen Energie, mit diesem Erschaffen und Machen und Tun, aber doch wiederum in diesem Fluss sein und diesen Raum geben im Vertrauen, dass wir genau die Schritte machen zu dem Zeitpunkt, zu dem wir sie machen sollen und dass ja alles in perfekt geteilt. Und was ich an dieser Stelle auch noch gerne erwähnen würde, ist ein paar Tipps, die hilfreich sein können im kreativen Schaffensprozess. Weil wir alle wissen, wie einfach es heutzutage ist, sich ablenken zu lassen. Ich meine, es gibt das Handy, es gibt YouTube, auch wenn wir alle YouTube lieben, weil YouTube super cool ist, gibt es 1000 Millionen Videos, die uns wieder zu 1000 Millionen Videos führen. Und
das Wichtigste in diesem Schöpfer- und Schaffensprozess ist, so eine Art Laserfokus zu entwickeln. Und manche von uns, viele von uns haben das schon als Kinder und wir können das auch als Kinder weiterentwickeln. Und andere von uns, da habe ich zum Beispiel auch dazu gehört, deren Kindheit war ein bisschen anders und wir hatten vielleicht nicht jetzt den Raum, der uns eigentlich zustand, um uns irgendwie kreativ auszudrücken oder einfach die Umgebung, um uns frei und sicher entfalten zu können. Und da weiß ich aus eigener Erfahrung, kann es manchmal ein bisschen Zeit dauern oder gehen wir durch so eine Art Entwicklung, bis wir uns selber den Raum geschaffen haben und diese Sicherheit, uns auf eine Art kreativ auszudrücken und entfalten zu können. Und ja, wenn wir aus einem ziemlich chaotischen Umfeld kommen und unser System noch in diesem Überlebensmodus ist, dann ist es natürlich auch nochmal, fließt das natürlich auch nochmal dort hinein, inwiefern wir fähig sind und wie lange wir fähig sind, unsere Aufmerksamkeit auf etwas zu richten. Das Gute ist, was ich euch mitgeben darf in diesem Video aus meiner eigenen Lebenserfahrung ist, dass egal woher ihr kommt und egal wie viel Chaos ihr in eurem Leben erlebt habt, diese Fähigkeit, diesen Laserfokus zu entwickeln, den haben wir alle. Und wir alle haben die Fähigkeit, das auszubauen und das zu erweitern. Und so wie wir alle auch die Fähigkeit haben, auf der tiefsten, tiefsten Ebene zu heilen, haben wir auch die Fähigkeit, uns auf der tiefsten, tiefsten Ebene nach außen auszudrücken, unsere wahre Essenz sozusagen nach außen zu bringen. Wir dürfen eben einfach nur diesen Weg gehen und das ja Schritt für Schritt. Und da sind wir wieder bei der Zeit und dabei, dass wir Zeit linear erfahren, dass manches einfach Zeit braucht. Aber das Gute ist, wenn wir wirklich Dinge fühlen in unserem Herzen, wenn wir diese Visionen haben, wir haben diese Träume und oder diese Projekte, die wir realisieren möchten, dann wird uns das Universum einen Weg zeigen, das zu realisieren. Und manchmal, oder eigentlich ist es immer so, dass dieser Weg uns hinausführt aus diesen alten Mustern, weil gewisse Dinge können nur realisiert werden durch gewisse Versionen unseres Selbst. Ich nenne es mal neue Versionen unseres Selbst, weil ja, wir wachsen ständig über uns hinaus. Wir sind ständig die Raupe, die zum Schmetterling wird. Der Schmetterling wird wieder zur Raupe und dann wieder zum Schmetterling. Also ja, wir sind in diesem ständigen Prozess der Entfaltung und des Todes und der Wiedergeburt und wie das Universum entfalten wir uns ständig in die Endlosigkeit, also sogar über diesen materiellen Körper und über diesen materiellen Raum hinaus. Und das ist ja das Schöne am Leben selbst, dass wir uns entwickeln und entfalten können, unser ganzes Leben lang und darüber hinaus sogar. Und ja, damit möchte ich einfach sagen, dass alles möglich ist und egal wie viele Ideen ihr habt, macht diese ersten Schritte, bringt das zu Papier oder in eine andere Form in dieser Materie und dann schaut einfach mal, wann die kreativen Impulse dazu kommen. Und wenn ihr wie ich viele Projekte gleichzeitig laufen habt, dann fühlt in euch hinein. Geht mit diesen Impulsen, was als nächstes kommt und was als nächstes wichtig ist, weil euer höheres Selbst hat sozusagen diesen Overview, diesen Überblick,
über diese Karte eures Lebens, sage ich jetzt einfach mal. Und das Führer selbst weiß ganz genau, was als nächstes das Wichtige ist. Und da braucht ihr euch auch eigentlich gar nicht zu stressen, was als erstes, welches Projekt als erstes vollendet wird oder wo ihr als nächstes hingeht. Ihr dürft darauf vertrauen, dass egal wo es hingeht, dass dann der Weg ist, den ihr gehen dürft oder das Projekt ist, was als nächstes vollendet werden darf. Und das ist eine richtig, richtig schöne Sache. Und man könnte jetzt sogar noch weitergehen und sagen, dass an gewissen Punkten in der Spirale von Raum und Zeit wir die Möglichkeit haben, wie unser höheres Selbst, kurze Einblicke darauf zu bekommen, wie alles miteinander zusammenhängt. Wenn wir zum Beispiel, wir haben ein gewisses Projekt und das ist aber irgendwie so in die Leere gelaufen. Und dann sind wir an einem Punkt in der Spirale der Raumzeit, wo wir sehen und ganz genau wissen, warum dieses Projekt in die Leere gelaufen ist. Und das ist vielleicht auch derselbe Punkt in der Spirale der Raumzeit, wo wir erkennen, dass aber genau eben dieser Schritt und der Fakt, dass dieses Projekt in die Leere gelaufen ist, uns dazu geleitet hat, entweder gewisse Dinge anders zu machen oder vielleicht sogar Elemente von diesem Projekt, was niemals wirklich realisiert wird, mit in ein anderes Projekt zu nehmen, was dann wiederum realisiert wird. Also es gibt endlose Wege. Und das Wichtige ist, glaube ich, einfach, dass wir mit diesem Fluss gehen und dass wir diese Kanäle sind für das, was auch immer durch uns ausgedrückt werden möchte. Und ja, das kann richtig, richtig schön sein, wenn wir uns dafür öffnen und uns da reinfallen lassen können im Vertrauen, dass durch uns fließt, was auch immer durch uns fließen darf. Und ich glaube, damit bin ich dieses Video und hoffe, dass ihr ein bisschen zuversichtlicher auf vergangene oder zukünftige Projekte oder Prozesse in eurem kreativen Schaffensprozess schauen könnt und vielleicht hoffentlich sogar ein paar Elemente von dem, was ich mit euch geteilt habe, mit in euren Prozess mit aufnehmen könnt, falls ihr es nicht schon wisst oder wusstet. Und es interessiert mich immer, was eure Gedanken dazu sind und ja, wie eure kreativen Prozesse aussehen. Und ich finde es immer schön, auch neue Sachen auszuprobieren. Und lass mich auch natürlich immer gern von Kreativen inspirieren und probiere, wie gesagt, neue Sachen aus, weil diese neuen Sachen wieder neue Prozesse in Gang bringen. Und manchmal entstehen Dinge, die in alten Flüssen gar nicht entstanden wären. Und ja, das ist richtig schön. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Kreieren, was auch immer ihr kreiert, denn wie ich auch schon oft in vorherigen Videos erwähnt habt, ihr seid alle Schöpfer, egal ob ihr euch kreativ ausdrückt, in irgendeiner Form, ihr seid von Natur aus kreativ, egal wie ihr arbeitet, egal wer ihr seid, egal was ihr macht. Die kreative Schöpferkraft ist in jedem von uns. Und wir sind auch kreativ, wenn wir Möbel oder Tassen einkaufen. Das gehört allem auch dazu. Also, viel Spaß beim Schöpfen, viel Spaß beim Entfalten und danke für eure Aufmerksamkeit und danke, dass ihr diesen Kanal unterstützt und euch die Zeit nehmt, euch die Videos anzuschauen. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Und ja, hoffentlich inspirieren sie euch auf eurem Weg, denn das ist, warum ich das überhaupt mache. in der Hoffnung, euch zu inspirieren und eure Herzen zu berühren. Okay,
meine leuchtenden Freunde. Ich liebe euch und ich glaube an euch. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bye, bye.